das schon immer sagen. Frohe Weihnachten! Ich weiss, es ist noch nicht ganz so weit, aber ich bin schon total in Weihnachtsstimmung, wie du siehst. Total glitzerig angelegt. Ich bin Steffi vom Hey Pretty Beauty Blog. Das ist der I Am Style Channel und wir haben heute einfach den Festtags-Groove. Ich werde euch zuerst einmal ein festliches Make-up zeigen und dann gehen wir rüber zu einer Geschenkidee. Aber du musst noch nicht schauen. Ich werde noch nicht zu viel verraten, okay? Also, zuerst einmal zum Festtags-Look. Ich würde sagen, wir starten gerade mal mit der Frisur. Ich habe jetzt meine Haare rausgeföhnt, wenn du gut aufgepasst hast. Wir haben in einem vorherigen Tutorial habe ich dir gezeigt, wenn man mit der Rundbürste ein bisschen Volumen macht. Das habe ich jetzt gemacht. Schön glatt rausgeföhnt, die Enden ein bisschen nach außen, weil jetzt kommt, es ist wahnsinnig kompliziert. Ich hoffe, du schaust jetzt genau zu. Was wir heute machen mit der Festtags-Frisur ist folgendes. Wir nehmen den festlichen Haarreif und dann montieren. Soll ich es nochmal machen? Ist es zu schnell gegangen? Das ist unsere Festtagsfrisur. Look, schon fertig, das Ganze. Ich weiss, ich habe ein Problem mit dem Glitzy, aber mir ist es jetzt noch ein bisschen zu wenig glänzig. Ich würde sagen, da hauen wir noch ein bisschen vom Glamorous Shine Haarspray. Es ist einer meiner Lieblinge, weil er gibt nicht nur schönen Glanz, er schmeckt auch so wahnsinnig fein. So, du siehst, Instant Glanz. Das ist jetzt so ein bisschen der 60s Look mit dem Haarreif. Geht im Fall wirklich auch mit ganz kurzen Haaren. Wunderbar. Jetzt legen wir los mit dem Make-up. Und zwar habe ich mir für meinen Festtagslook heute habe ich mir etwas Dramatisches ausgesucht, nämlich ein bisschen glitzerige Grüntöne. Es tut mir jetzt schon leid, du kannst mitzählen. Ich werde etwa 16 Mal Glitzy sagen, weil es ist mein Lieblingswort vor der Weihnachten. Also wir haben hier glitzerige Grüntöne, weil ich habe leicht grüne Augen und habe ich gefunden, das würde noch ganz gut dazu passen. Was wir dafür brauchen, ist ein Wimperntusch, ein gutes, es darf ruhig ein bisschen dramatisch sein. Ein Kajal. Da habe ich jetzt einfach ganz normale Schwarz genommen. Du brauchst Lidschatten und ich habe jetzt schon ein bisschen vorgeschafft. Ich habe da eine nette Grundierung angetan, damit einfach so ein bisschen der Teint ein bisschen ebenmäßig ist. Und es darf, also mach es nicht zu matt. Ich finde es nicht so schön, wenn ich mir alles völlig abmattiert ist. Es darf so ein bisschen einen Glow haben, weil wir sind hier im Kerzenlicht, wie du siehst. Also, ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Kannst du ein bisschen näher kommen? Sonst kannst du es nachher nicht und nachher bin ich schuld. Wir haben hier einen Lidschatten. Wenn du da so Applikatoren hast im Lidschatten, weg damit. Das braucht niemand. Du willst Pinsel, okay? Und es ist wirklich, als Beautybloggerin muss ich dir sagen, es lohnt sich, mit dem Pinsel zu arbeiten. Weil mit dem Applikator kannst du nur mit der Farbe ein bisschen aufs Auge drücken. Wir starten einmal mit dem hellsten Ton. Wenn du mehrere Lidschattentöne hast, nimmst du immer den hellsten. Und du kannst ihn hier zuerst im Augenwinkel auftragen. Hier ein bisschen unter dem Brauenbogen. Du siehst gerade, es gibt einen recht coolen Glanz. Und dann kannst du den Rest des Lids noch ein bisschen verwischen. So. Also, dann tust du mit dem, ich würde jetzt hier einen von den mittleren Tönen, da sind wir verwöhnt, da haben wir vier Farben. Aber ich gehe jetzt mal mit dem mittleren Grünton, gehe ich auf die Mitte vom Lid und da tust du jetzt wirklich mit der Bürste, druck sie, tu nicht so pinseln, sondern druck sie seitlich in die Farbe rein. Weil du willst sicher sein, dass da, gerade bei dunklen Tönen, die ein bisschen Glimmer drin haben, kann es sein, dass es nachher runterfällt und dann hast du da einen dunklen Schatten. Du kannst da schnell am Handrücken ein bisschen abtupfen. Nachher tust du in der Mitte von deinem Augenlid, drehst du es hier ein bisschen auf, drückst die Farbe mehr an. Ich bin nicht am Pinseln, sondern die Farbe mehr am Andrücken. Du siehst, es ist recht ein intensives Grün. Tue ich hier in der Mitte des Augenlids andrücken. So. Und zwar bis etwa, du musst manchmal das Auge auf und zu machen, bis etwa zu dem Lid fällt. Und dann nimmst du den dunkelsten Ton und dann kannst du den Rand des Pinsels nehmen. Ein bisschen schmälen. Gehst in den dunkelsten Ton rein. Und jetzt machst du entlang der Wimpern. Du tust hier die Farbe verteilen. Nicht ganz bis ins Innere, bis in den inneren Augenwinkel, aber so etwas führen. Und dann hier machst du auf eine Art ein V. Mit dem dunkelsten Ton kannst du hier die Lidfalten betonen. So. Und dann wie zumachen, hier über es, dass sich hier zwei Linien würden verbinden würden. So. Wichtig ist, gerade wenn es ein dunkler Ton ist, dass man es nachher sehr, sehr gut verblendet. Das ist der Trick beim Lidschatten, wenn du ihn manchmal findest, ich finde es zwar lässig, aber irgendwie sieht es bei mir immer wahnsinnig angemalt aus. Du musst den Lidschatten wirklich gut reinschaffen. Und dann am Schluss kannst du sogar noch mit einem grösseren Pinsel nochmal in hellen Ton rein und wirklich gut verwischen. So. Wenn da ein bisschen Lidschatten runtergefallen ist, du musst es einfach wegwischen und sonst kannst du auch ein bisschen mit Feuchtigkeitscreme kannst du nachher noch ein bisschen wegmachen. Also, den Lidschatten haben wir jetzt geschafft. Jetzt tun wir mit dem Kajal. Da ist
eigentlich ideal, wenn er ein bisschen weicher ist. Also wenn du einen ganz spitzigen Keil hast, ist es manchmal schwierig, eine perfekte Linie zu machen. Für mich ist es einiges einfacher, so im Alltag, wenn ich das Augenlid ein bisschen hinterher ziehe. Dann muss ich nämlich nicht so konzentriert. Und dann darfst du probier nicht eine Linie zu machen. Probier nicht eine Linie zu malen, sondern du schrubbelst eigentlich den Keilstift in deine Wimpern rein. Dort, wo die Wimpern, der Wimpernansatz ist, reibst du mehr oder weniger die Farbe rein. Du siehst, ich bin jetzt nicht da eine schöne Linie am Malen, sondern darfst ruhig so ein bisschen hin und her schrubbeln. So, da vorne. Und dann tust du fast. Du gehst fast ein bisschen ins feuchte Augenlid rein, anstatt in mir wirklich da eine Linie zu zeichnen. So, da ein bisschen verbinden. Und dann kannst du, je nachdem, wie dramatisch dass du drauf bist an diesen Festtagen, kannst du es so sein lassen. Ich mache gerne einen sogenannten Flick, ein Cat Eye. Dann ziehst du es hier ein bisschen raus. Zack, das ist mein Trick. Ich ziehe einfach so richtig Schläfen aufziehen. Dann hat es ein, gibt es so ein cooles Schwänzchen. Und es hat viele Keilstifte, die selber noch wie so ein kleines Schwämmchen dran haben, das du verwischen kannst. Das ist gar nicht unbedingt nötig. Du kannst auch wirklich dann mit einem Wattestäbchen noch ein bisschen nachkorrigieren. So, das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt machen wir einen Wimperntusch. Ich habe schon mal über das geredet mit dir, aber eben von wegen, wenn du wählen musst zwischen Volumen oder Länge oder weiss du was. Ich finde, so einen festlichen Look hast du gerne so ein bisschen intensivere Wimpern und dann kannst du eigentlich eher auf einen Wimperntusch setzen, der ein bisschen Volumen gibt. Und die finde ich jetzt total schön, weil sie ganz, ganz schwarz ist. Und es, hat auch, es gibt auch verschiedene Farben. Du kannst auch braune Wimperntusch benutzen. Was auch noch cool aussieht, ist ein dunkelblauer. Es gibt nicht ganz so einen harten Kontrast mit den meisten Augenfarben. Aber ich finde, für einen Festtagslook ist durchaus schwarz total berechtigt. Also. Da durcharbeiten, durcharbeiten und dann, das ist eigentlich auch noch ein wichtiges Tool, ich weiss, wir reden nicht speziell von den Tools das mal. Ein Wimpernkämmli, finde ich, gehört einfach auch in jedes Make-up-Kit. Da hat es eine Bürste dran, da kannst du deine Augenbrauen nachher bürsten. Das Kämmli brauchst du zum allenfalls noch durchbürsten, wenn die Wimperntusch gerade ein bisschen intensiv gekommen ist. Was auch noch cool ist, du kannst mit dem Wimpernkämmli kannst du auch noch mehr Schwung reingeben. Wenn du die Wimpern, wenn du findest, sie sind jetzt ein bisschen gerade geworden durch die Wimpern, tust, kannst du also ein Kämmchen nehmen und die Wimpern so noch ein bisschen aufbeugen. Schnell ein bisschen da bleiben und dann gibt es total einen schönen Schwung drin. Ob du die unteren Wimpern duschen willst, ist dir überlassen. Ich mache es jetzt nicht, mir gefällt es jetzt nicht, weil ich relativ runde Augen habe. Aber da wäre jetzt eigentlich mein eines Auge. Soll ich so an das Weihnachtsfest? So ein bisschen ich bin Steffi, Sally. Nein, das machen wir nicht. Ich tue jetzt schnell das zweite Auge nachschminken. Du kannst ein bisschen Weihnachtsmusik hören. Und wir sehen uns jetzt dann gerade. Es geht nachher noch weiter, okay? Wenn der Morgen zu den Sternen. Also, da haben wir relativ einen intensiven Augenlook. Dann würde ich sagen, ich finde einfach, es ist nur einmal Weihnachten. Ich würde trotzdem noch ein bisschen rote Lippen machen. Und zwar, ich weiss nicht, ich habe total gerne so Gloss-Formulierungen. Und das ist jetzt eine, da kannst du auch relativ gut auftragen. Es ist nicht so schlimm, wenn du nachher rein isst und trinkst und so. Der hebt, es gibt einen schönen Farbschimmer dran. Und du merkst, ich töpple immer gerade rein mit den Fingern. Ich habe nicht gerne so knallige Linien beim Lipgloss. Sondern so ein bisschen natürlich. Lippen zusammenreiben. So, hier noch ein bisschen. Teilen. Und gerade wenn du so intensivere Farbtöne hast, der beste Trick überhaupt ist am Schluss, es wird sich, sorry, du musst es so machen. Einmal und dann hast du die Farbe von innen an den Lippen, ist dann weg. Das ist unser Festtags-Look und jetzt dürfen wir endlich basteln. Und zwar haben wir etwas Uncooles für euch parat gemacht. Und zwar, sorry, auf die Seite mit euch. Und zwar, das finde ich total eine herzige Idee, haben wir hier unser Geschenkgläschen. Und dann kannst du irgendein Einmachglas, es ist eigentlich gleich welches Format, wenn du wahnsinnig reich bist oder die Person extrem liebst, nimmst du das Grosse. Das ist jetzt für die Nina, ich würde sagen, so das Mittelgrosse. Ich hätte dich gerne, Nina, aber gleich. Also, da haben wir ein Geschenk parat gemacht. Und zwar als Füllung haben wir hier ein Frottee-Tüchli, so ein Waschplatz. Nina, I love you. Und dann haben wir hier eine Bodycream, gibt es so coole Mini-Grössen von IM. Und dann haben wir noch den Duschbalsam dazu. Haben wir alles hier reingefüllt. In das Einmachglas rein, zack, zack, zack. Und aufgefüllt haben wir mit
feiner Schoki. Das Ganze wird... Ich glaube, es hat wieder keinen Platz mehr für mich nachher. Also, zumachen. Und dann findest du, okay, sie macht was. Jetzt kommt etwas ganz Verrücktes. Wir haben extra für euch unser Geschenkband parat gemacht. Du findest, wow, das sieht total schick aus. Ich montiere das jetzt außen am Glas. Sali. Das ist das Einzige, was ich basteln darf. Danke vielmals, Kleberli. Dann tust du das hinten übereinander hinlegen. Ich glaube, das schafft jetzt jeder von uns. Und wir kleben es fest. Und das Allercoolste daran ist, du findest, ja, ist eigentlich schon noch lässig. Schau mal, du kannst das abladen. Wir haben unser Geschenk-Etikettli, das Band, parat gemacht für dich. Kannst du gerade hier unten kannst es downloaden als PDF, ausdrucken zuhause, ausschneiden und dann hast du das schon parat. Ein Instant-Weihnachtsgeschenk, ich finde es total lässig. Wir haben den Festtag. Schau, du hast das Geschenk. Jetzt musst du mich eigentlich nur noch zu einem Weihnachts-Apero einladen. Ich bin parat. Ganz, ganz schöne Festtage wünsche ich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.